Oh, sie ist so cool. Aber hey, ich habe kein Geld mehr. Was soll ich nur tun? Hey, stopp! Dein Ticket bitte. Ich hatte eins. Weg da. Hier ist mein Ticket. Hallo. Uff, das war unhöflich. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Fledermaus, schnell. Er schaut gerade nicht. Er hat mich nicht gesehen. Jetzt kann ich endlich den Film sehen. Hm? Nicht so schnell. Falsche Richtung. Das war's. Raus mit dir. Oh, warum muss das sein? Ich habe wohl keine andere Wahl. Also los, suchen wir uns einen Job aus. Nanny, okay, das sieht einfach aus. Sieht gut aus. Und irgendwie auch komisch. Entschuldige. Hä, was denn? Hey, Süße, kümmere dich um mein Kind. Hier sind alle Regeln. Autsch! Lies sie alle sorgfältig durch. Hä, so viele? Ja, die ist sehr wichtig. Okay. Und die auch. Oh, sie ist abgelenkt. Interessant, das ist für die Lippen, oder? Mh, mit Geschmack. Alles gut, ich gehe dann, tschüss. Ja, sicher, alles wird gut, obwohl... Oh, das riecht so gut, ob es auch schmeckt. Nein, nicht, gib das her. Nein, gib es zurück sofort. Du willst es unbedingt, ha? Okay, ich habe eine Idee. Oh, nicht weinen, Kleiner, du bekommst den gleich zurück, versprochen. Ich muss zu deiner Sicherheit nur kleine Änderungen vornehmen. Perfekt, und jetzt einfrieren. Wahnsinn, nächstes Mal mache ich auch einen für mich. Bitte sehr, Kleiner. Viel Spaß damit. Wow. Es riecht anders, aber trotzdem lecker. Wow, es ist Schokolade. Ich liebe Schokolade. Hm, freut mich, dass es dir schmeckt. Aber Junge. Hallo nochmal, wie geht es? Warte, was? Was hast du mit meinem Kind gemacht? Hä? Oh, hi, Mama, dein Lippenstift ist lecker. Was? Lippenstift? Oh, es ist kein echter Lippenstift, aber trotzdem danke. Dieser Job ist wohl nichts für mich. Such mir einen anderen. Friseurin? Nun, das sieht glamouröser aus. Oh, schon die erste Kundin. Endlich. Bitte hilf mir. Ich habe morgen ein wichtiges Meeting und diese Haare. Keine Sorge, ich werde mein Bestes geben. Bleib einfach liegen und entspann dich. Okay. Nicht bewegen, sonst könnte es wehtun. Was? Oh, los geht's. Ja! Yeah, ab damit. Die brauchen wir nicht mehr. Und, wie gefällt es dir? Wow, das ist toll, ich liebe es. Kannst du sie auch färben? Klar. Dafür bin ich ja da. Und ich kann das hier gut gebrauchen. Es ist so erfrischend. Aber ich muss etwas für die Kundin übrig lassen. Ja, das ist genau, was wir brauchen. Das hier ist fertig. Und jetzt fügen wir ein paar ausgefallene Töne hinzu. Genau, obendrauf. Hier, meine Schönen. Was ist das? Ist das das, was ich denke? Keine Panik, alles wird gut. Das hoffe ich. Entspann dich. Ich bin Profi. Naja, zumindest für heute. Wow, schau dich an. Wunderschön. Das ist so cool. Danke, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich. Hä? Aber was ist das? Was? Es ist nur ein flüssiger Snack. Was? Du bist ein Vampir? Oh je. Yeah. Upsi, keine Rückerstattung. Sorry. Wow, was zum Teufel war das? Du, gib mir das Geld. Sofort. Was? Wer bist du? Obwohl, ich glaube, ich muss den Job wechseln. Das ist kein Job für eine Friseurin. Perfekt, genau was ich brauche. Ich werde Polizistin, wow. Fühlt sich gut an. Und weißt du was? Du bist verhaftet. Was soll das? Gib mir das Geld oder ich hole es mir. Stopp, okay. Wenn du es auf die harte Tour willst, lass den Schläger fallen sofort. Gib mir all dein Geld. Das Geld? Guter Junge, das ist für mich und das ist für dich. Geh und fessle dich an etwas Festes. Ja, fessle etwas Festes. Ich fühle mich nicht gut. Ha, selbst schuld. Denke besser zweimal nach, bevor du einen Vampir ausraubst. Was für ein Fang. Uff, hey, was? Wo? Mist, das darf nicht wahr sein. Ah, das wirst du mir büßen. Ja, ja. Und ich probiere einen anderen Job aus. Wow, der hier ist wirklich interessant. Das könnte ein Traumjob sein, obwohl... Mir gefällt es hier nicht. Wo bin ich bitte? Igitt? Und was ist das für ein Geräusch? Ist das mein neuer Kunde? Naja, sieht so aus. Dann muss ich seinen Zahn finden. Ich habe ihn. So winzig, aber keine Sorge, Kleiner. Es wird einer nachwachsen. Bis dann. Oh oh, ich glaube, ich habe ihn geweckt. Warte, du bist es. Ich habe einen Zahn verloren. Wie viel bekomme ich dafür? Was? Du bekommst nichts von mir. Aber... Oh mein Gott, das ist unerträglich. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe.
Braver Junge. Und jetzt lass mich etwas zaubern. Abracadabra. Oh, ich meine Hokuspokus. Hier ist das glänzende Fang. Interessant. Ist das echtes Gold? Es schmeckt komisch. Oh, da ist was drinnen. Dann ist das was anderes. Lecker. Und es kostet Geld, weißt du? Oje, gut. Nimm es. Guter Junge. Jetzt habe ich all das Geld, das ich brauche. Und dann? Oh Mann. Sieh schon wieder. Einen Moment. Endlich. Ich bin so glücklich. Danke. Oh mein Schatz. Sieh schon wieder. Hey, hast du dieses Mal ein Ticket? Los, zeig her. Ja, ich hatte Geld irgendwo. Hier. Oje. Ah, erbärmlich. Raus hier. Oh nein, ich wollte den Film unbedingt sehen. Aber warte mal, was ist das? Ein Tattoo-Job? Okay, los geht's. Wo bin ich? Interessant. Ich geh mal rein. Sehr seltsam. Aber wen kümmert's, oder? Es kann schon Schlimmes passieren. Hallo zusammen. Wer bist du denn? Geh einfach, Mann. Ja, sehr einladend. Nein, nein. Im Ernst, geh einfach. Du brichst so viele Regeln. Oh nein. Oh, wo soll ich nur anfangen? Make-up? Oh, wie soll ich das machen? Lass mich nachdenken. Oh, das kann helfen. Schön schütteln. Was haben wir denn hier? Oh, das wird reichen. Oh, ich muss das ganze Gesicht bedecken. Wow, viel besser. Und nun Augen-Make-up. Und Bingo. Was fehlt noch? Ah, die Reißzähne. Wer sieht jetzt wie ein Vampir aus? Hm? Ich bin's, Baby. Oh nein, ich kann nichts sehen. Ist hier jemand? Autsch, das tat weh. Wofür ist das? Cool. Okay, der erste Punkt ist erledigt. Check. Als nächstes ein Vampir-Outfit. Das hier geht nicht. Also, ich habe Hunger. Lecker, hier damit. Oh, ich brauche Treibstoff. Oh nein, schau nur, was du mir angetan hast, Hotdog. Ich brauche schnellstmöglich saubere Klamotten. Probier mir das mal an. Zu langweilig. Ich brauche etwas Stärkeres. Aha, vielleicht kann ich das helfen. Zeit für etwas DIY. Schaut her. Cool. Vampir Fashion Week. Ich komme. Jetzt einmal falten und schaut, was wir hier haben. Wow, beeindruckend, was? So cool. Knochen sind das neue Schwarz. Ha. Oh ja. Bin ich das? Ich hoffe nicht. Boah, nur meine Fantasie. Ich brauche etwas Schlaf. Outfit check. Jetzt brauche ich noch etwas Bling. Wo kann ich das finden? Mal sehen. Vielleicht ist hier was drin. Mama, du bist modern, was? Da bin ich mir nicht sicher. Versuchen wir das hier. Schon besser. Aber nein. Ist das besser? Nein. Bin ich nicht. Hey, ich habe eine Idee. Aha. Mach dein Ding, Kleber. Mehr, mehr, mehr. Vampire lieben Blut, richtig? Dann geben wir es ihnen. Vertrau mir. Genau, was ich brauche. Jetzt gebe ich es in den Beutel. Und? Lass uns spielen. Warte nur ab. Wow, der Hammer.
Schön trocknen. Ich glaube, das ist gut. Die perfekte Heizkette. Ziemlich cool, was? Ich glaube, ich brauche noch mehr. Oh, oh. Geh weg! Ich glaube, ich habe mich festgeklebt. Handschuhe! Perfektes Vampir-Outfit. Fertig. Und jetzt Schulsachen? Nächste Mission. Ein lila Rucksack. Er braucht noch einen gruseligen Touch. Besser? Oh, was noch? Ich weiß schon. Komm zu Papa. Perfekt. 1, 2, 3, los! Ich werde das rocken. Boah. Ein Häschen. Das funktioniert nicht, oder? Zu soft? Na gut. Besser, hm? Jetzt malen wir es schwarz aus. Oh ja. Eine Fledermaustasche. Ich muss es nur noch ankleben. Sieht gut aus, oder? Ich glaube, ich kann fliegen. Meine Bücher. Ich glaube, ich bin jetzt soweit. Was ist gerade passiert? Oh nein! Ich bringe das später in Ordnung. Brauche ich noch etwas? Ich glaube, ich muss das ändern. Oder? Das darf niemand zu Gesicht bekommen. Oh, Cola. Lauf! Das war knapp. Ich hasse es, wenn das passiert. Boah. Oh, ich weiß. Bedenken wir es. Tschüssi, Ponys. Wow. Alles schön bedecken. Blau vielleicht? Ja, versuchen wir es. So, fertig. Zeit für Heißkleber. Aber mach es bitte schwarz. Mehr, mehr, mehr. Was ist das? Das wird hier perfekt aussehen. Genau, was ich brauchte. Ist es nicht hübsch? Oh, ich liebe es. Wow. Licht aus. Wow. Hä? Mathe-Test? Oh, ich hasse die Schule. Oh, nein. Ich eile zur Rettung. Das tut mir leid. Das brauche ich eigentlich nicht. Ah, genial. Ich habe eine Idee. Ja, das habe ich gezeichnet. Schaut her. Es ist, als würde es leben. Ich muss mich um alle Knochen kümmern. Klasse. Dich brauche ich nicht. Erwecke zum Leben. Wackel, wackel. So cool. Viel gruseliger, was? Wow. So. Ich könnte dich mit in die Schule nehmen. Los geht's. Alles erledigt hier. Sehe ich cool aus? Ja, das tust du. Okidok. Okay, was geht, Leute? Hä? Wo sind denn alle? Was ist hier los? Oh, ich kann es nicht glauben. Barbie, was machst du denn hier? Was ist los? Er hat eine andere. Und was dann? Nun, alles begann gestern. Hi, Barbie. Hi, Ken. Schöne Hochzeit. Ja. Barbie? Hi, Ken. Ich mag Vampire. Ernsthaft?
Feuer. Warum macht ihr so etwas? Wow. Ich stecke fest. Etwas Hilfe? Brumm, brumm. Oh. Barbie, geht's dir gut? Nein, ich brauche ein Makeover. Ken steht jetzt auf Vampire. Oh, okay. Ich helfe dir. Zuerst müssen wir dich sauber machen. Etwas Zahnpasta sollte helfen. Der Trick ist, sie im ganzen Gesicht zu verteilen. Dann fügst du Glitter hinzu. Für den guten alten Vampirglanz. Jetzt ist es Zeit für eine Gesichtsmassage. Entspannend, nicht wahr? Lass es uns abwischen. Wow, danke. Gern geschehen. Das riecht irgendwie komisch. Uff, okay, du brauchst ein Bad. Ein Liter Milch sollte ausreichen. Ah, Zeit für ein Barbie-Müsli. Oh, das ist so erfrischend. So, fertig. Und jetzt machen wir dir ein paar Seifenblasen. Oh, wow, das kitzelt. Du musst noch ein bisschen einweichen. Fertig, Zeit rauszukommen. Puh. Hat es geklappt? Mal sehen. Ja! Was ist da passiert? Es ist wie der Zaubertrank einer Hexe. Igitt. Timmy! Hm? Timmy, wir haben keine Milch mehr. Oh, Milch, ich liebe es. Hast du Schokolade hinzugefügt? Nein, Mama, ich... Timmy? Oh nein! Es ist köstlich! Das war knapp. Hi, Barbie. Wow. Oh nein. Autsch. Barbie, es tut mir leid. Hände auf den Schleim. Das wird schwer zu entfernen sein. Okay, ich werde dir helfen. Entspann dich einfach. Oh, schick. Und jetzt nicht schreien. Was machst du da? Rasierst du meinen Kopf? Willst du Schleim im Haar oder was? Aber schneide sie nicht zu kurz. Oh, sei nicht so dramatisch. Ich mache dir eine Perücke. Dank Omas Nähzeug. Schwarzer Faden ist das A und O für diesen Look. Ich nähe einen Faden nach dem anderen an. Siehst du, wie natürlich das aussieht? Oh, wow, gut gemacht. Dieser Look ist schon richtig vampirhaft. Wow, du bist so schön. Ich brauche das nicht mehr. Oh, Ups, sorry. Ja, yeah, sehr schön. Aber dein Outfit. Igitt, du brauchst ein neues Kleid. Gefällt es dir? Es ist nicht hübsch. Wie sieht es hier aus? Leer. So kannst du nicht rausgehen. Oh, das ist nicht gut. Oh, Timmy. Ich habe eine Überraschung für dich. Timmy, bring den Müll raus, ja? Danke. Oh, dieser Müllsack ist schwarz. Das passt zu Vampiren. Er ist perfekt für Barbies Kleid. Zuerst lege ich ihn so hin. Dann falte ich es bis zur anderen Seite. Achte darauf, dass es flach ist. Ich schneide eine Kurve entlang der Kante. Wenn ich es aufmache, gibt es ein hübsches Muster. Einfach bündeln und fertig. Aber es ist noch nicht fertig, oder? Okay. Diese Barbie-Puppen brauchen immer Glitzer. Gut, ich gebe dir Glitzer. Wenn ich fertig bin, wirst du Sonnenbrillen brauchen. Ich brauche eine ganze Flasche Glitzer. Los geht's. So, jetzt ist es fertig. Wow, es leuchtet total. Ich werde alle Blicke auf mich ziehen. Aber was ist mit dem Oberteil? Puh, eine Sekunde. Ein Vampir-Top kommt sofort. Deine Bestellung ist da. Ich liebe es. Eine Sache noch. Es ist kein Brautlook ohne Tüll. Ich werde ihn direkt über dem Rock anbringen. Was sagst du dazu? Du bist ein Genie. Du solltest ein Modehaus für Barbies gründen. Wer braucht schon Prada, wenn man Timmy hat? Wow, du bist so schön. Willst du etwas essen? Schätzchen. Oh. Oh, Barbie. Oh, hey, Mama. Ich lasse euch mal allein. Oh, er ist genau wie sein Vater. Sie kapiert es einfach nicht. Also, wo waren wir?
Du bist die hübscheste Braut von allen. Mal sehen, was uns noch fehlt. Oh, fast fertig. Ich will einen Blumenstrauß. Einen Strauß? Ich habe eine Idee. Nein. Nein. Das hier? Das ist nicht mal eine Blume. Oh, entschuldige. Okay. Oh, also das ist eine Blume. Keine Sorge, Barbie, ich hole sie dir. Hey, das ist meine. Hier, für dich. Oh, ich weiß, was noch fehlt. Das hier. Jede Braut braucht einen schönen Brautstrauß. Setz dich hier hin. Los geht's. Nimm das. Ah, danke. Bleib ruhig sitzen, Barbie. Ich werde den schönsten Strauß aller Zeiten machen. Der passt zu einer Vampirbraut. Es ist vollbracht. Einfach genial, wenn ich das sagen darf. Er ist für dich. Ich kann es kaum erwarten zu heiraten. Mädels, fangt. Oh! Hau ab, das ist meiner. Sorry, Mädels, der ist für sie. Darling, für dich. Was? Gehen wir? Ja. Tut mir leid. Was kommt als nächstes? Du siehst aus wie sie. Aber nicht ganz. Du brauchst Make-up. Normales Make-up funktioniert bei dir nicht. Also benutze ich Farbe. Ach, komm schon. Ist leer. Timmy, ein paar Snacks für dich. Dein Lieblingsessen. Ich hab dich lieb, Schatz. Danke, Mama. Oh, ich habe eine Sauerei gemacht. Es ist die gleiche Farbe. Aber so geht das nicht. Ich muss sie zerdrücken. Siehst du das ganze schöne Rot? Das brauchen wir zum Schminken. Beginnen wir direkt mit dem Malen. Schatz, es ist Zeit für ein Makeover. Ich starte mit den Lippen. Es ist wichtig, einen kleinen Pinsel zu benutzen. Wir wollen doch nichts verschütteln, oder? Jetzt zu den Augen. Puppen brauchen keine Kontaktlinsen. So, fertig. Wow. Ich fühle mich wie Bella Swan. Du bist so schön. Aber du brauchst Reißzähne. Wow, das ist eine Menge Kaugummi. Ich werde weißen Kaugummi nehmen. Eine Sekunde. Ich mache deine Reißzähne nun fertig. Siehst du? Wow. Wir sind noch nicht fertig. Du brauchst noch eine letzte Sache. Wir leihen uns die Stiefel der anderen Barbie. Ich bin sicher, sie wird es nicht bemerken. Wow, sie passen. Na klar, alle Barbies haben die gleiche Schuhgröße. Jetzt kann es losgehen. Ein letzter Check. Du bist soweit. Du wirst das rocken. Huh? Wow. Ich habe gehört, es gibt eine Hochzeit in der Stadt. Die echte Braut ist hier. Hi, Ken. Wer ist dieser Eindringling? Meine Braut. Du bist so schön. Ich haue ab. Das Auto ist da. Los geht's. Yay. Gehen wir. Wuhu. Oh, ich freue mich so für Sie. Mir ist langweilig. Eine Karte zu Omas Haus? Ich muss los. Schnapp dir deine Mähungfahrt und spielen. Wow. Das Wasser fühlt sich gut an. Hat jemand meinen Goldfisch gesehen? Ich habe einen Hummer gesehen. Du siehst süß aus. Na, Jungfrauenfreunde, lasst uns Hallo sagen. Können wir mit euch spielen? Deine Barbie ist keine Meerjungfrau. Du kannst nicht mit uns spielen. Oh, nein, meine Barbie. Schau nur, was sie dir angetan haben. Ich mache dich zur besten Meerjungfrau aller Zeiten. Oh. Igitt, du stinkst. Du brauchst eine Dusche. Aber wo finde ich Wasser? Aha. Das ist perfekt. Okay, schwerer als ich dachte. Diese blöden Blumen sind im Weg. Her mit der Seife. Viel davon. Hey, ich benutze das. Hallo? Savi! Lavendel, perfekt. Ich brauche ein Schaumbad. Und zwar sofort. Wie hübsch ist das denn? Wie ein sauberes, seifiges Kunstwerk. Und der Schmutz auf meiner Puppe ist alles andere als schön. Bereit für dein Bad? Das wird dir gefallen. Bereit? Es ist soweit.
Und wir tauchen kopfüber rein. Legen wir einen Gang zu. Das macht so viel Spaß. Sieht aus, als bräuchten wir mehr Blasen. Kein Problem. Schau sie dir an. Ich will diesen ganzen Raum mit Seifenblasen füllen. Halt dich gut fest, Barbie. Das reicht. Oh Mann. Oh, der war tief. Und, hat es funktioniert? Endlich, hol mich hier raus. Wow, das ist eine saubere Barbie. Jetzt kann der eigentliche Spaß beginnen. Mal sehen. Du riechst toll, aber du bist immer noch zu schlicht. Wie kann ich die Fabelhaftigkeit herausholen? Oh, ich hab's. Komm schon, Mr. Bear. Ich brauche dich. Oder zumindest dein Shirt. Es macht dir doch nichts aus, oder? Mission Barbie in eine Meerjungfrau verwandeln hat begonnen. Und wir beginnen mit rotem Haar. Aber das muss sorgfältig geplant werden. So viele Dinge. Okay, da ist es. Der perfekte Plan. Wo soll ich anfangen? Gut, fangen wir mit deinem Haar an. Okay, es muss gut gebürstet werden. Das sind wirklich viele Knoten. Wie lange ist das da schon drin? Raus da, raus! Und das steckt echt fest. Puh, wenigstens ist es jetzt raus. Zusammen mit deinen Haaren. Ist das schlimm? Oh, das tut mir leid. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Es ist gleich vorbei. Keine Sorge. Oh, oh nein! Keine Panik. Ich mach das schon. Kann ich mir das ausleihen? Das ist genau die richtige Farbe. Aber kann das funktionieren? Moment, was ist mit diesen kleinen Teilen? Ja, wir haben Haare, Leute. Das ist genau das Richtige. Jetzt muss es an der Glatze befestigt werden. Bereit? Tada! Genau wie beim Annähen eines Knopfes. Du wirst nichts spüren. Ich habe noch eine ganze Menge vor mir. Fertig. Wow, das könnte eine Shampoo-Werbung werden. Betrachte diesen Schritt als erledigt. Und nach dem roten Haar kommt das Make-up. Wie soll ich das machen? Das ist schwierig, aber ich fühle mich inspiriert. Ich weiß, was zu tun ist. Glitzerzeit. Ich benutze einfach diese hübschen Teile. Meerjungfrauen haben immer ein gewisses Glitzern. Wunderschön. Hast du je einen so göttlichen Haaransatz gesehen? Ich nicht. Fabelhaft. Das können wir von der Liste abhaken. Das Make-up ist fertig, Süße. Weiter zu Schritt 3. Meerjungfrauen-BH. Setz dich und genieß die Aussicht. Hey, Savvy. Jeremy, kannst du mir helfen? Du kannst die Muschel als BH verwenden. Tolle Idee. Ich muss sie nur holen. Sie sind perfekt. Auch die Größe ist genau richtig. Fertig und fertig. Nach Nummer 3 kommt 4. Eine grüne Flosse. Wo soll ich das finden? Ich sehe was, was du nicht siehst. Grün. Könnte es noch perfekter sein? Ich brauche das. Danke. Zeit, den Käse zu reiben. Wo ist die Reibe hin? Savvy! Sorry, Mama. Aber ich brauche das mehr als du. Das ist viel hübscher als alter Käse. Wow. Schau dir dieses Glitzer an. Das sind tolle grüne Flossen, Baby. Aber da fehlt noch was. Ding, 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 ding. Das ist perfekt. Bringt ein wenig Bewegung ins Spiel. Das gefällt mir. Wunderschön. Aber irgendetwas fehlt noch. Vielleicht etwas Luxuriöses. Ich mag diese Perlen. Sie kommen aus dem Meer, richtig? Wow, so süß. Wir sind jetzt schon sehr nah dran. Du bist einfach so hübsch. Was für eine Verwandlung. Kein Wunder, dass ich so müde bin. Entspann dich im Wasser, während ich mich ausruhe. Gute Nacht. Ich wünschte, ich wäre eine Barbie wie du. Nun, auch dabei kann ich helfen. Abracadabra. Simsalabim. Hokus pokus. Oh, Glocke. Ah. Hallo, Welt.
Ich habe geschlafen wie ein Stein. Oh. Hi, Savvy. Was? Du lebst ja. Jetzt helfe ich dir, eine Meerjungfrau zu werden. Fang dir mit deinem Gesicht okay, an. Okay, warte kurz. Interessante Methode. Gefällt es dir? Was hat dir mit deinem Clown bestellt? Ist das zu viel? Etwas Glitzer? Hau mir einfach. Okay. Wow, ich habe mich noch nie so schön gefühlt. Gern geschehen. Okay, jetzt, wo das Make-up fertig ist, ich muss mich um die Haare kümmern. So viele Knoten. Gut, dass ich keine Pläne habe. Okay. Bist du bereit? Vielleicht habe ich zu stark gebürstet. Unnötig zu sagen, ich könnte Hilfe gebrauchen. Schluss mit dem Drama. Oh, ich habe eine Idee. Gut, sie ist eingeschlafen. Los geht's. Ich hab's. Bis dann, Mama. Oh, wer ist da? Das nenne ich Meerjungfrauenhaare, oder? Ich sehe aus wie du. Naja, fast. Was fehlt noch? Ich habe meine menschlichen Beine vergessen. Aber wie bekomme ich Flossen? Eigentlich ist es ganz einfach. Denk nach. Natürlich. Es ist so einfach. Achtung, Jeremy. Ich komme. Ich hoffe, ich werde auch eine Meerjungfrau. Ich bin bereit. Oh, wow. Scheint nicht zu funktionieren. Oh, meine Beine. Oh, sie verändern sich. Wow, ich bin jetzt eine Meerjungfrau. Wow. Ich muss mich an diese Dinge gewöhnen. Los, lass uns schwimmen gehen. Wie ist das Wasser? Es ist perfekt. Willst du dich mir anschließen? Ich suche nach einer Meerjungfrau zum Spielen. Ich wusste nicht, dass ich in der Spritzzone war. Oh nein, wir haben Barbie verloren. Hilf mir. Keine Sorge, ich kümmere mich um dich. Wow, diese Schule ist verrückt. Ist das mein Mathekurs? Wer ist da? Oh, ich weiß nicht so recht. Okay. Willkommen in der Vampirschule. Da bin ich. Oh, hi Leute. Ich bin Maya. Und? Lächeln? Eklig. Niemand mag mich hier. Das glaube ich nicht. Kapierst du es nicht? Kennst du die Kleiderordnung hier nicht? Wow, okay. Ich muss mich umziehen. Angefangen beim Make-up. Och, aber ich habe kaum welches. Mal nachdenken. Meine Kopfhaut ist ganz schön trocken. Hey, das ist es. Ich habe eine Idee. Lass es schneiden. Es ist Weihnachtszeit hier. Ich hoffe, das ist weiß genug. Her mit dem blassen Gesicht. Ich hoffe, ich habe genug. Sieht schon besser aus. Es hat tatsächlich funktioniert. Weiter geht's. Siehst du diese einfachen Augen? Nicht mehr so schlecht. Blutrot, Baby. Und was ist mit den Lippen? Fabelhafte Reißzähne für den Sieg. Unheimlich, nicht wahr? Ich fühle mich schon weniger menschlich. Ich habe Lust auf Blut. Schätzchen, was willst du? Raus! Gütiger Himmel, was ist denn hier los? Mama, ich will Dunkelheit. Ich schrecke deine Mutter nicht so. Nun, das Make-up ist fertig. Und jetzt? Ein neues Outfit. Was tragen Vampire? Ich bin auf einmal so hungrig. Dieser Hotdog sieht gut aus. Guten Appetit. Blutwurst. Und mit extra Ketchup. Das ist der absolute Hammer. Oh nein, mein Lieblingsshirt. Ich bin so ein schusseliger Esser. Mal sehen, was ich noch habe. Etwas Schwarzes? Nein. Oh je. Hey, Jackpots. Mein einziges schwarzes Shirt. Heppen wir es etwas auf. Siehst du, wie langweilig es aussieht? Das kann ich ändern. Mit ein bisschen Bleiche. Ich brauche die ganze Flasche. Es funktioniert schon, siehst du? Ja, weiter so. Wow, es ist perfekt. Und schon ist es das gruseligste Shirt aller Zeiten. Und schau, es passt wie angegossen. Vampirtastisch. Schätzchen? Ja, Mama? Nein, warum sehe ich dein Inneres? Ich brauche meine Brille. Seltsam. Hey, Mama.
Ich bin's nur, Maya. Na, dann ist ja gut. Ich bin immer noch verwirrt. Wie auch immer, sie wird schon drüber wegkommen. Ich mach das richtig gut. Und als nächstes Accessoires. Was mögen Vampire? Ich weiß es. Ich habe genau das Richtige. Hier ist meine Accessoire-Box. Könnte das funktionieren? Wow, ich sehe toll aus. Aber das ist zu schön. Wie wäre es damit? Ein seitlicher Pony. Und Armbänder dazu. Immer noch zu bezaubernd. Okay, wie wäre es mit einem Joker? Gerade ausgefallen genug. Ach, aber das ist einfach zu groß für mich. Das ist unmöglich. Ich werde nie ein Vampir sein. Nur ein dummer Mensch. Warte mal. Dieser Kleber kann alles ändern. Ich mache einfach meine eigenen Accessoires. Los geht's. Ich brauche viel Kleber. Ich meine die ganze Flasche. Den braucht doch sonst keiner, oder? Prima. Jetzt noch ein paar Vampirfarben, wie Blutrot. Das ist einfach perfekt. Lasst uns blutig werden, ja? Sieht aus wie ein Tatort. Das heißt, es ist fast fertig. Der nächste Teil ist ein bisschen knifflig. Ich muss alles in das Plastik bekommen. Schau dir nur diese herrliche Farbe an. Wow, lass es regnen. Es ist einfach perfekt. Kannst du erkennen, was ich mache? Du wirst es bald wissen. Perfekt. Jetzt trockne. Schneller, schneller, komm schon. Ist das trocken genug? Oh ja, hey, das passt perfekt. Deshalb nennt man sie auch Joker. Mal sehen. Ah, der Joker ist fertig. Aber was ist das? Ich kann meinen Arm nicht bewegen. Er klemmt total fest. Oh, raus hier. Das hat echt wehgetan. Hoppala. Weiter mit den Strümpfen. Hallo, Lila. Man kann nie zu viel Netzstrümpfe haben. Sie sind so toll. Stiefel bitte. Mann, die sind echt der Hammer. Schau dir das Plateau an. Und diese Frisur ist der Hammer. Vampir-Shit, Baby. Juhu. Kannst du das glauben? Noch eine Sache erledigt. Schulbedarf? Interessant. Ich bin schon so weit gekommen. Dieser Rucksack braucht Hilfe. Ha, kein Problem. Jetzt ist er einfach spinnenhaft. Das war einfach. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass etwas fehlt. Aber natürlich. Ich habe genau das Richtige. Pappe zur Rettung. Lasst uns hier drin handwerklich tätig werden. Bei diesem Projekt muss ich über den Tellerrand schauen. Vorsicht mit den Ecken. So, ich habe es geschafft. Das heißt die Umrisse. Ich muss noch eine Menge ausmalen. Es wird von Sekunde zu Sekunde schwärzer, siehst du? Jetzt muss ich sie nur noch ausschneiden. Tada! Fledermausflügel für den Sieg. Andere Seite. Habe ich dich erschreckt? Gut, das ist der Sinn der Sache. Ich zerschlage diese ganze Vampirkleiderordnung. Ich darf meine Schulsachen nicht vergessen. Ich kann alles in meinem süßen Rucksack verstauen. Aber halt, wie ist das passiert? Ein Loch? Ups, mein Fehler. Ich werde es später reparieren. Ich hänge immer noch beim Schulbedarf fest. Ich brauche mehr Sachen. Und das hier reicht einfach nicht. Schau, wie rosa und glitzernd es ist. Ich muss es viel gruseliger machen. Aber wie? Ich muss nachdenken. Mein Bauch. Ich muss pinkeln. Viel besser. Sieht aus, als hätte ich das Badezimmer mitgebracht. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber vielleicht kann ich das hier benutzen. Sieh dir das an. Ich klebe es an. Gut, dass ich jede Menge davon habe. Und jetzt kommt der coole Teil. Eine schöne leere Leinwand. Tschüssi, Rosa. Und hallo, Blau. Wow, schön. So elektrisch. Und das ist die Basis. Schau dir das an. Halt dich fest, ich bin noch nicht ganz fertig. Heißkleber ist die Rettung. Die schwarze Farbe ist perfekt dafür. Das Ding ist fantastisch. Mach Platz für die Verzierungen. Diese Brosche ist einfach fabelhaft. Sie strahlt eine unheimliche Eleganz aus. Findest du nicht auch? Ein Notizbuch wie für ein Vampir. So schön. Lichter? Aus. Oh wow, sieh dir das an. Warte mal. Ein Mathe-Test? Morgen? Du willst mir wohl die Laune verderben. Nein, was habe ich getan? Nicht meine Stifte. Alles nur das nicht. Nein. Das Grauen. Wenigstens ist es nicht kaputt gegangen. Ich habe es gerettet. Aber sie ist immer noch zu rosa. Wo kann ich die noch reinstecken? Warte, die Antwort liegt direkt vor mir.
Ich habe eine Idee. Sieh dir das an. Möge die Bastelei beginnen. Knifflig, knifflig. So viele Knochen in einer Hand. Aber ich habe sie alle. Jetzt kommt die 3D-Action. Jetzt wird es interessant. Es ist, als würde man ein Puzzle zusammensetzen. Ein sehr gruseliges Puzzle. Alle fertig. Ich sehe dich. War nur ein Scherz. Lasst uns diese Knochen einsetzen. Halt dich gut fest. Es ist bereit für ein paar Bleistifte. So ist's gut. Was für ein Upgrade. Wow. Ein echtes Kunstwerk. Und es kommt mit mir. Jetzt bin ich bereit für die Schule. Ich kann alles auf der Liste abhaken. Los geht's. Du gehst zur Schule? Gib deiner Mami einen Kuss. Ach, Mama, ich will nicht. Ich liebe dich. Danke, Mama. Sie werden so schnell erwachsen. Hallo, Leute. Ernsthaft? Das ist das neue Mädchen. Schön, euch wiederzusehen. Schaut euch das an. Sie hat so süße Sachen. Woher hast du den Rucksack? Diese Reißzähne sind echt krass. Fledermausflügel? Wow, das gibt's doch nicht. Seht sie euch an. Hi, Leute. Ich bin neu hier. Was? Coole Haare. Ja. Warte, was ist mit mir? Oh. Sind das deine echten Haare? Wer braucht die schon? Ohren sind viel cooler. Komm, lass uns essen gehen. All die Arbeit für nichts. Ich hasse es hier. Blöde neue Schule. Was ist das? Du brauchst ein Makeover. Ich darf das Buch haben. Es weiß nicht, oder? Eines Tages. Oh, Mund zu, es zieht. Oh, ich will dazugehören. Oh, wow. Huh? Der Müll schreit. Hey, wie eine Fledermaus in der Höhle. Oh. Alles okay? Oh. Lass mich helfen. Vielen Dank. Vampirclub? Hey, ich... Ups. Du bist kein Vampir. Aber... Der Graf zählt auf uns. Ja, ich weiß. Oh. Nicht schon wieder. Weg damit. Das ist alles Fake. Schritt 1, Halloween-Kostüm. Schritt 2, Plastikzähne. Schritt 3, viel Haargel. Oh, es funktioniert nicht. Oh. Probieren wir Plan B. Zuerst ein Gesicht- und Haar-Makeover, dann kopieren wir ihre Outfits und bäm, ich bin ein Vampir. Los geht's. Mann, die Dinger haben ihren eigenen Puls. Moment mal. Ich wähle dich. Aha, und jetzt zaubern wir. Schönheit ist wie Fallschirmspringen. Sie braucht nur einen kleinen Schubs. Der war irgendwie eklig. Aber der wird noch schlimmer. Wünsch mir Glück. Oh. Oh. Ii. Aber warte mal. Denkt ihr, was ich denke? Ja. Das ist ernsthaft einer der ekligsten Momente meines Lebens, Leute. So viel Haargel. Aha, jetzt die Geheimzutat. Shine bright like a diamond. Sieht nicht ansprechend aus, aber wartet ab. Okay, ich glaube, das passt. Das wird funktionieren. Schön verreiben. Zack. Und die Kirsche auf der Sahnehaube. Und noch eine. Das Rot macht mich ganz hungrig. Yippie. Oh, die sind noch da. Dagegen muss ich was tun. Hm. Oh, Babypuder. Das wird helfen. Ah, gib mir mehr. Ich bin die neue South Bay. Let it snow, let it snow, let it snow. Fühlt ihr das, Pickel? Das ist... und... Phew. Oh, was ist los? Wow, seht euch mein Gesicht an. Zeit für die Superwoman-Verwandlung. Tschüss. So, mal sehen. Für Spaß, für die Sonne, für den Laptop, für Mathe. Ja, wir haben einen Sieger. Sie ist leer. Rote Augen, schwarzer Drache und ganz neue Zähne. Toll. Dann los. Bam. Es werde Licht. TikTok. Ich komme. Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein nächstes Opfer. Grrr. Ich sehe die Welt in neuem Licht. Ah, gepostet. Es läuft echt gut. Ah, die Klamotten.
Also, einmal drehen. Oh, es gibt da was, das ich noch tragen möchte. Seht gut hin. Morticia wird sich bald Modetipps von mir holen. Zack. Nein. Die? Oder die? Ganz klassisch. Ich habe einen schwarzen Gürtel in Gothmode. Und ich fange gerade erst an. Ah, ich bin soweit. Schlägt euer Herz schon schneller? Ich hoffe doch. Oh, aber irgendwas fehlt. Ah, ich muss mein Territorium markieren. Sieht das überhaupt realistisch aus? Dann habe ich gesagt, du bist aber AB-minus süßer. Oh, ist das... Glaubst du? Yep. Was? Wow. Was? Der Vampirclub? Träume ich? Endlich! Willkommen im Club. Trink. Juhu. Aber... Trink es. Ich hab keinen Durst. Oh Mann. Das muss, das muss. Habe ich meine Kotztüte dabei? Lecker. Das war klasse. Glückwunsch. Gut gemacht. Du gehörst jetzt zu uns. Keine Chance. Ich glaube nicht. Das ist nur extrem scharfe Soße. Kein Stress. Um zu gewinnen, musst du Challenges bestehen. Die scharfe Soße hast du geschafft, aber dich erwartet die Manipulation, Röntgenblick, die kalten Hände, die glitzernde Haut. Ist es wissenschaftlich möglich, mit einem Cartoon Network T-Shirt cool auszusehen? Hier ist das Opfer. Sieh zu. Nein, ich glaube nicht. Hey, du. Was hast du? So, verhalte dich wie eine Katze und streng dich an. Ja, ich bin eine Katze. Miau. Siehst du? Miau. Miau. Ups. Was ist passiert? Jetzt bist du dran. Hey. Was? Kannst du meine Hausaufgaben machen? Mach sie selbst. Na los. Los, los. Du machst das gut. Mama, sieh dir das nicht an. Nimm das. Ja, ich hab's. Gut gemacht. Bitte date mich. Heb deine Krone auf, Alter. Sie hat es irgendwie geschafft. Keine Chance, dass sie den Röntgenblick hinkriegt. Maya, mach's vor. Das wirst du mögen. Sehe ich aus wie Supergirl? Ich hoffe, der Editor macht seine Sache gut, damit es echt gut aussieht. Aha, was haben wir denn hier? Die Katze ist aus dem Sack oder der Vase. Siehst du? Leichtes Geld. Oh Mann, was soll ich suchen? Gut, dass du fragst. Ich werde das verstecken. Und nicht schummeln. Oh nein. Ich bin ein cleverer Vampir. Ich bin fertig. Hey, du. Los. Nutz die Macht. Du kannst das. Sie schafft es nicht. Gib ihr nur eine Chance. Warte. Ich bin zurück. Ups, du hast so viel mitgebracht. Was ist dieser Müll? Leute, seht mal. Wow, gib hier. Wow, ein neuer Controller, ein neuer Kopfhörer. Wow.
Das kann ich gebrauchen. Sieht aus wie mein Joker. Hier, sie hat ihn gefunden. Meinst du, es ist Zeit? Glückwunsch. Juhu! Okay, vielleicht ein Eskimo-Kuss? Kalte Hände? Sie sind kalt, oder? Okay. Ich muss mal aufs Klo. Ist sie in Ordnung? Oh, ich muss mich abkühlen. Perfekt. Die Jugend von heute. Ich muss mich vorbereiten. Hey, ist eigentlich ganz angenehm. Jetzt bin ich tatsächlich cool. Ich bin soweit. Hast du gerade... Oh, egal. Oh, weiter geht's. Okay. Sie ist besonders. Die Prüfung besteht sie mit einer 1+. Sie verdient es wirklich. Déjà-vu? Yay! Juhu! Bist du sehr aufgeregt? Oh je. Ich meine, das war meine Katze. Ihre Blase ist schwach. Das war so uncool. Es war peinlich, aber alles läuft nach Plan. Ich verhungere. Knoblauch, natürliches Antibiotikum. Lecker. Moment, ist das... Wer ist hier Knoblauch? Sie ist es. In Voll HD erwischt. Hey, ich hab die Beweise. Ich gehe zu Maya. Was? Oh nein. Maya, das musst du sehen. Was? Ich sehe nichts. Was? Oh, ich verstehe das da nicht. Ist nichts. Aber da ist nichts. Hey, Maya, bitte komm her. Nein. Bitte komm. Oh. Warte. Alle nach draußen zum Sportunterricht. Egal. Lass mich zusammenpacken. Kommst du mit? Ich muss mich umziehen. Oh, das war knapp. Ich muss mein Glitzer finden. Ja! Glitzerkleber. Los geht's. Das ist ein Geschenk des Himmels. Aber ich muss schnell sein. Macht das nicht nach, Kinder. Euer Dermatologe könnte ein Problem damit haben. Juhu. Ich vermisse das transsilvanische Wetter. Ja, hier ist es viel zu heiß. Steht auf! Sportunterricht, jetzt! Wo ist die neue? Ich hoffe, ihr habt eure Sonnenbrille dabei, weil ihr direkt in die Sonne sehen werdet. Ist das ihr Ernst? Wow, du siehst toll aus. Die benutze ich nie wieder. Ich hoffe, ihr habt eure Sonnenbrillen. Hör einfach auf. Da. Sie hat den letzten Test offiziell bestanden. Du bist eine von uns. Noch eine Sache. Zeig uns deine Stärke. Das schafft sie bestimmt. Richtig? Natürlich. Juhu. Das ist ganz leicht. Ganz leicht. Lasst mich nur ein paar Sportrechnungen anstellen. Eine schöne runde Zahl. Und jetzt seht mich an. Sie schaut es nicht. Negativ. Wow. Seht mal, ich bin ein echter Asgardianer. Ganz natürliche Kraft, keine Geheimnisse. Sie ist eine Vampir-Powerlifterin. Ich kann das den ganzen Tag machen. Warte auf mich. Tada! Wo sind alle hin? Wow! Ich bin stark. Super. Ich fühle mich wie ein echter Vampir. Sag nicht, ein Apfel am Tag gilt nicht für den Zahnarzt. Oh, verdammter Zahn. Hey, Violet. Oh,
Sie muss Schmerzen haben. Ich muss ihr helfen. Violet? Was? Oh! Falsche Zähne? Sekundenkleber? Oh, oh nein! Oh. Du hast uns angelogen! Oh, oh nein! Oh. Ich hab dir vertraut! Buffy, bist du da? Das ist okay! Violet! Ich will kein Vampir mehr sein! Bist du sicher? Mhm. Tu es einfach! Okay! Worauf wartest du? Na gut! Zeit! Du hast die Königin der Nacht erweckt! Wo ist der leckere Junge? Was? Vergiss das mein Gehirn nicht! Hey, ich bin doch kein Zombie-Dummchen! Bitte! Hier hast du ein Pflaster! Sei nächstes Mal vorsichtiger! Danke, schätze ich! Hey, warte! Sie hat ihr Handy fallen lassen! Oh, wow! Ihre Lensa-Fotos sind toll! Oh, wow! Sie ist so hübsch! Was machst du da? Das ist meins! Ach, komischer Typ! Sie ist so schön! Ah, da ist meine dunkle Prinzessin! Hater bleiben Hater! Sie wird meine Braut! Oh, wer bist du? Hey, hast du was für mich? Schön kalt und frisch, Süße. Und hoffentlich Bio. Merkwürdig, das sehe ich mir näher an. Dieser Typ geht mir auf den Keks. Oh. Was zum... Du brauchst eine neue Brille, Strecker. Okay, okay. Verrückter Emo. Den behalte ich im Blick. Ein paar Fragen über dein Getränk. Kein Kommentar. Wow. Ganz ruhig. Das ist doch nur Tomatensaft. Oh, Saft! Ich dachte das. Warum ist deine Hand so kalt? Sorry, ich muss los. Oh, komisch. Ich muss ihr folgen. Streber sind die besten Detektive. Was macht sie da? Er ahnt was. Ich muss mich normal verhalten. Oh, es klemmt schon wieder. Wie ungeschickt. Das ist schnell repariert. Seht ihr? Was für eine Kraft. Ich muss näher ran. Spieglein, Spieglein, wer ist heute die Hübscheste? Ich natürlich. Heiliger Ravioli. Oh. Hä? Wer ist da? Egal. Oh, das war knapp. Einen Moment. Detektiv Archie hat einen neuen Fall. Emilys Geheimnis. Was verheimlicht sie? Okay, überprüfen wir die Fakten. Emily ist super schnell wie Sonic. Ihre Augen sind gruselig rot. Verdächtiges Getränk. Sie ist stark wie der Hulk. Kältere Hände als Elsa. Ist Emily der neue Avenger? Denk nach, denk nach. Emily ist ein Vampir. Tochter von Dracula. Aber wie kann das sein? Recherchieren wir. Ich habe die beste Datenbank aller Zeiten. Dieses Buch wird helfen. Finden wir mehr über Vampire raus. Emilys Hände waren eiskalt. Edward Cullen ist nichts dagegen. Ich wette, das war kein Tomatensaft. Jetzt weiß ich alles. Wow. Mein Buch. Oh, Hallöchen. So, so. Was haben wir denn hier? Bitte, ich habe nichts gemacht. Hör auf zu heulen, Loser. Hör auf. Bitte ruf doch mehr die Vampirpolizei. Lass ihn in Ruhe. Du kämpfst wie ein Mensch! Renn nicht weg! Vorsicht bei meiner Gefahrengeschwindigkeit, Fledermaus, Junge! Was machst du? Geht dich nichts an, Süßer. Ich bin sicher. Jemand zu Hause? Alles okay? Ja, danke. Schön. Bis dann. Sie ist unglaublich. Wenn sie mich doch nur mögen würde. Ich weiß was. Ich muss sie beeindrucken. Bad Boys sind attraktiver. Ich muss einer werden. Dann mal los. Oh, nicht meine Größe. Dann was anderes. Ich brauche etwas Brutales. Ein schwarzes Hemd ist die beste Wahl. Wuff, ich bin der große böse Wolf. Upsi, ich sollte mal Sport machen. Die Jeans meiner Träume. Echte Vampire tragen Choker. Fehlt noch das Armband. Oh.
Ja, wer ist jetzt Sauron? Der letzte Schliff. Wow, mit dem Make-up könnte ich der Addams Family beitreten. Jetzt bin ich bereit. Ich bin Archie, der Vampir. Und mich dürstet's nach Leidenschaft. Hallo, Prinzessin. Hi, du siehst voll cool aus. Bin ich jetzt Vampir genug für dich? Willst du einer werden? Klar. Warte, lass mich das machen. Autsch, meine Kraft. Was machst du da? Danke. Tschüss. Ich bin kein Vampir mehr. Oh, mein Kopf. Oh nein! Kotrot, Kotrot, ouch! Frühstück ist fertig! Hallo, Emily! Ich will dein... Deine Wunde verbinden! Viel besser! Sei nächstes Mal vorsichtig, ja? Danke, mein dunkler Prinz. Er ist so süß. Halloween-Wettbewerb. Ich sollte mitmachen, um ihn zu beeindrucken. Fast vergessen, die Tür zu schließen. Nein! Mein Vampirsinn schlägt an. Ich komme! Ich lebe noch. Alles in Ordnung? Ja. Komm her. Ich muss los. Danke. Er ist so toll. Mein bleicher Prinz ist hier. Hey. Hi, Timmy. Hi. Was ist das? Ist nur Tomatensaft. Probier mal. Tomatensaft, lass mich dir helfen. Das war nett von dir, danke. Es ist echt kalt heute. Ich muss los. Das ist so komisch. Zeit, das Puzzle zusammenzusetzen. Ich krieg das schon raus. Die weltbeste Detektivin. Nein, nicht der andere Fledermaus-Typ. Ich. Wer ist der? Trinkt Blut. Kalte Haut. Superkräfte. Rote Augen. Super schnell. Mal sehen, was dabei rauskommt. Okay, okay. Ich hab's. Er ist ein Vampir. Ich muss was tun. Ich hab's. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und es beginnt mit V. Das war eine weiche Landung. Was du nicht sagst. Bringt eure alten Bücher in die Bibliothek. Ich hab das Gefühl, jemand beobachtet uns. Ich bin nur eine Pflanze. Gehen wir. Ich muss ihnen folgen. Schon wieder Schule. Ich hab solchen Hunger. Irgendjemand hier? Was ist das? Komm zu Mama. Was? Jetzt. Nein! Du Blutblockierer. Bleib da! Fass sie nicht an! Na gut, nächstes Mal. Du! Emily! Fass mich nicht an! Emily, hör auf! Ich liebe dich, aber ich bin ein Vampir. Das weiß ich, aber ich bin bereit. Bist du dir sicher? Ja. Das könnte etwas wehtun. Was macht ihr da? Nichts.
Sie morgen. Komm zu meiner Party. Aha, okay. Ihr Verrückten.